Alexa, Büro an. Moinsen, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Es ist Samstag, es ist jetzt 6:45 Uhr, ich bin seit um 6 wach. Und ja, wie gestern auf Instagram angekündigt, also am Freitag, geht es jetzt gleich los zu den Hamburger Kraftspielen nach Oldenburg. Ja, moin. Ich muss jetzt noch die letzten Sachen packen, Kaffee packen, also Kaffee. Meinen gekochten Kaffee in Thermosbecher und dann und so weiter. Und dann, na, die Bier. Und dann geht das hier los. So, jetzt ist es mittlerweile 10.46 Uhr, 10.47 Uhr und in einer Viertelstunde geht der ganze Spaß hier los. Ein paar Eindrücke habt ihr schon gesehen. Wir sind ja im Kingdom of Sports in Oldenburg. Hier haben wir schon unsere allerersten Hamburger Kraftspiele, unseren allerersten Wettkampf, wenn ich mich recht entsinne, veranstaltet. Und es ist so geil hier. Sascha und sein Team machen das einfach richtig, richtig traumhaft immer in der Vorbereitung. Ihr werdet sicherlich noch einiges zu sehen bekommen. Ja, ich werde heute moderieren, kommentieren, ansagen. Und ja, wir gehen gleich rein. Wir haben insgesamt 2 Gruppen und insgesamt roundabout 40 Starter, glaube ich. Und für viele ist es eben ein Qualifikationswettkampf für die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr. Also, let's go, wir sehen ein paar geile Lifts. Viel Spaß. So, es ist nicht mal spät, es ist kurz nach 6:30. Wir sind durch. Meine Stimme ist noch erstaunlich gut da. Da ich die ganze Zeit hier kommentiert habe, was ihr vielleicht gerade gesehen habt, habe ich nicht so die epischen Aufnahmen. Aber wir räumen jetzt hier mal auf und dann würde ich sagen, gebe ich euch ein kleines Fazit und ein kleines Feedback. Wahrscheinlich morgen, wenn ich zu Hause bin und wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Also wir räumen jetzt hier auf und es geht gleich weiter für euch mit einem Fazit von den zweiten Hamburger Kraftspielen. So, jetzt mittlerweile ist es tatsächlich schon Donnerstag. Ich wollte eigentlich das Ganze am Sonntag hier fertigstellen und hätte es am liebsten auch schon Sonntag. Allerspätestens ist es eigentlich gestern am Mittwoch hochgeladen. Aber es ist manchmal, wie es ist, ja. Ich weiß gar nicht, wie meine Stimme klingt. Ich glaube, sie ist wieder normal. Sie war Sonntag, Montag noch ein bisschen angekratzt. Der Hals auch ein bisschen so. Weil trotz Mikro, wenn man so roundabout 7 Stunden lang moderiert, kommentiert, durchdreht, dann wird die Stimme offensichtlich ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern um ein kleines Fazit zu den Hamburger Kraftspielen 2022. Ja, was soll ich euch sagen? Es war ein voller Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie viele Starter es tatsächlich am Ende insgesamt waren. Wir hatten ursprünglich noch mit 30 geplant und dann sind es, glaube ich, nachher über 40 geworden, damit wir eben ja noch möglichst vielen eben die Möglichkeit geben, so spät im Jahr sich noch eine Quali für die kommende deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr zu sichern. Und die Hamburger Kraftspiele sind ja irgendwann mal in Oldenburg, ich glaube letztes Jahr im Sommer war es, ins Leben gerufen worden, auch um eine Qualifizierung, eine Qualifikation für die deutsche Meisterschaft sich zu sichern. Aber da waren wir nur so, ich glaube, 18 Leute oder so, 18 Starter. Und es hat aber richtig gut funktioniert und war der erste kleine Testlauf für unseren Verein als Wettkampfausrichter. Und dieses Jahr haben wir gesagt, gut, wir machen es jetzt ein bisschen größer, ungefähr so groß wie die Landesmeisterschaft im Juni. Und auch diesmal hat es wirklich perfekt funktioniert. Es waren richtig geile Bedingungen da. Klar, an so ein paar Details kann man immer arbeiten, dass die Sprecheransagen auch im Warm-up-Bereich gehört werden, dass im Warm-up-Bereich auch Monitore stehen. Wir hatten so ein bisschen Struggle mit Rekordversuchen, weil wir keine offiziellen Rekordscheiben hatten. Aber das ist alles auch nicht ganz klar und auch nicht absehbar. Zumal wir ja ein Hamburger Verein sind, der in Schleswig-Holstein gemeldet ist, der jetzt in Niedersachsen einen Wettkampf gemacht hat. Das heißt, welche Rekorde gelten denn jetzt am Ende des Tages? Ja, also es gibt halt viele Fragestellungen, die man gar nicht so
vorher planen kann, weil es eben entsprechend komplex ist. Aber das Wichtigste, und das freut mich einfach, es ist alles glatt gelaufen. Ja, es gab keine Ungereimtheiten. Es gab vor allen Dingen keine Verletzungen. Das ist immer das Wichtigste, dass alle Sportler gesund bleiben. Und das ist der Fall. Und ja, wir hatten einen richtig geilen Kuchen. Vielen Dank geht raus an Sabrina fürs Backen im Vorfeld. Wir hatten geile Getränkeversorgung. Das Gym natürlich, Kingdom of Sports. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hatten Unterstützung von unserem lieben und guten Jens Uwe, der uns immer unterstützt bei allem, was es so gibt im Vereinsleben und Vereinsalltag. Alle Athleten haben gut mitgezogen. Unsere Spotter, die allesamt in unserem Verein waren und allesamt sich angeboten haben, zu helfen, Scheiben zu stecken. Auch an alle Helfer im Nachgang, die mit aufgeräumt haben, die nicht selber gestartet sind, die nur Zuschauer sind, die gar nicht im Kingdom. Also es war wirklich alles in allem ein voller Erfolg. Und so macht es wirklich einfach richtig viel Spaß, diese Vereinsarbeit voranzubringen. So macht es auch Spaß, Wettkämpfe auszurichten. Und das ist auch der Grund, warum wir irgendwann 2019 diesen Verein gegründet haben. Um ein tolles Sporterlebnis zu haben, um tolle Wettkämpfe zu haben, um ja, gemeinsam einfach irgendwie was Cooles zu bewegen. Und das freut mich und das freut uns, also vor allem natürlich Matthias und mich. Und deswegen ist auch jede Minute, die man da an Freizeit reinsteckt und Arbeit reinsteckt, auch gerne oder wird da gerne reingesteckt. Wir haben schon gesagt, wir werden uns im Dezember wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen Ruhe und Auszeit gönnen, weil das Jahr eben doch sehr intensiv war. Wie gesagt, eine Landesmeisterschaft, ein Wettkampf bei der Bundeswehr, beim HSU Cup, jetzt noch die Hamburger Kraftspiele. Also es war schon sehr, sehr, sehr intensiv, ja. Könnt ihr euch denken. Ich würde sagen, dass das auch dann reicht für dieses Video. Ja, wie gesagt, viele Eindrücke gab es halt nicht. Wir müssen uns irgendwie einen Videographer für den Verein besorgen oder im Verein finden, weil ich mache das ja gerne, auch dieses Moderieren vor Ort bei Wettkämpfen und so weiter und so fort. Aber ich bin ja eben auch der Dude mit der Kamera. So, und wenn ich aber die ganze Zeit ein Mikro in der Hand habe und kommentieren muss, dann kann ich schlecht filmen. Ja, weil, naja, ihr wisst es. Wie dem auch sei, ich sage besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss. It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement. But my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Whoa. Why you still testing my patience? Trying to talk.